Ja, willkommen zu dem Talk über NextPNR, ein Open-Source FPGA Place and Route Tool von Clifford Stoll, Clifford Wolf. Die Übersetzung ist von Flo und Ploy. Wer immer schon zu dem Talk vorher gehört hat, der weiß schon einiges darüber. NextPNR ist Teil von dem SymbiFlow-Projekt und er zeigt dir jetzt, er wird euch jetzt einiges über dieses Open Source FPGA Toolchain und das Place and Route Tool erzählen. Thanks. So I'm going to talk about NextPNR, which is our. Ja, ich werde über NextPNR reden, was unser neues FPGA Place and Route Tool ist. Um uns zum Anfang, ja, möchte ich über das Open Source Place and Route Ökosystem etwas erzählen. Es gibt einige ASIC Place and Route Tools, aber hier geht es um FPGA. So, hier gibt es VPR, was ist ungefähr 20 Jahre alt ist. Das ist timing-driven, also zeitgetriebener Algorithmen. Das ist sehr portierbar. Man kann es leicht von einer FPGA-Architektur auf eine andere portieren. Aber der Fokus ist mehr aus Architekturexploration. Man kann Variationen leicht ausprobieren über die Interconnect-Architektur oder sowas. Aber es zielt nicht darauf, Bitstreams und Placements, also oder Platzierungen für reale FPGAs zu generieren, denn die realen FPGAs sind nicht so regulär wie die ausgedachten FPGAs, die VPR im Wesentlichen auf die VPR im Wesentlichen zielt. VPR macht nicht nur Architekturexploration und von hypothetischen Devices oder Geräten oder um Experimente. Hypothetische Architekturen auszuprobieren, sondern wir brauchen etwas, das reale Geräte, FPGAs, auf reale FPGAs zielt. Unser erster Versuch war Arachne, das war nicht zeitgetrieben, es ging nur darum, erstmal überhaupt ein gültiges Placement und ein gültiges Routing zu generieren, aber man konnte nur danach testen, ob es bestimmte Zeitbeschränkungen erfüllt, aber das war im Prinzip hat nur S40 unterstützt. Wir haben darüber nachgedacht, Arachne zu erweitern, um es auf zeitgetriebene Algorithmen, aber es war nicht so darauf und auch auf andere Architekturen zu portieren, aber es war nicht wirklich darauf ausgelegt, auf etwas anderes auf S40 portiert zu werden. Deshalb haben wir angefangen, ein neues Place and Route Tool zu entwickeln, das wir benutzen können, um neue reale Geräte, die man tatsächlich kaufen kann, zu benutzen. Deshalb haben wir jetzt NextPNR. Das ist brandneu. Wir haben dieses Jahr damit angefangen. Es ist zeitgetrieben, es ist sehr portierbar und es ist ein Team-Effort, also wenn ihr dem folgt. Meine Projekte sind oft ich in einem kleinen Raum eingeschlossen für ein paar Monate und dann komme ich raus und sage, guck, was ich getan habe. Aber jetzt bei NextPNR gibt es eine Gruppe von Leuten, die daran arbeitet. Das ist eine wirklich tolle Erfahrung auch für mich. Eine der Sachen, die wir kriegen, nicht nur ich, der ich damit rumspielt, sondern ein Team, ist einer der Effekte, dass wir Features kriegen, bei denen ich nicht gut bin. Eine Sache ist zum Beispiel, wir haben eine GUI, in der man tatsächlich den Schaltplan des Gerätes sehen kann. Aber es arbeitet auch sehr gut mit Makefiles. Und die meisten Projekte benutzen die GUI nie. Sie haben einfach ein Makefile oder ein Shell-Skript, das es aufruft und dann. Es gibt eine API für neue Architekturen. Das ist ein anderer Ansatz, als die meisten Tools haben. Der normale Ansatz ist, dass es eine Datenstruktur gibt und man muss für das neue Gerät eine Datenstruktur einfach implementieren. Das haben wir nicht. Stattdessen muss jedes Architektur-Backend die gleiche API
implementieren und diese API wird dann benutzt von dem restlichen Tools, um diese Architekturdetails drauf zuzugreifen. Ich glaube, ein Grund, dass eine In-Memory, also eine Speicherdarstellung, eine Datenstruktur ist gut, um alle möglichen Target-Geräte, Zielgeräte zu repräsentieren. Deshalb haben wir diesen Ansatz gewählt. Im Moment haben wir so Unterstützung für IS40 und für ECP5. Das sind die, die wir euch empfehlen, dass ihr sie benutzt. Es gibt ein generisches Target dazu. Wir wissen nicht genau, ob es funktioniert. Es kann sein, dass es ein bisschen bitgerottet ist, aber die Idee ist, dass man das benutzen kann, um eine Architektur-Datenbank zur Laufzeit mit einem Python-Skript zu generieren. Damit decken wir auch ein bisschen die Architektur-Experimentier-Aspekte ab. Wir haben auch ein paar experimentelle Bindungen für Torque und für Xilinx Serie 7 Geräte. Aber diese anderen Dinge sind wir Dinge, die wir, wo wir nicht empfehlen, dass Leute sie benutzen. Wir empfehlen, ja, ihr könnt sie gerne angucken, wenn ihr wirklich daran interessiert seid oder wenn ihr daran Zeit darauf verwenden wollt, sie zu verbessern. Aber als Benutzer, als Benutzer solltet ihr jetzt nur für IS40 und ECP5 das benutzen. Und diese Folie ist ein bisschen älter. All diese zukünftigen Pläne sind im Prinzip schon implementiert. Wir haben jetzt die Grundrissplanung. Wir haben Designs mit mehreren Uhren und komplexe Designs. Das hier sollte jetzt eigentlich ein Video sein. Und ich habe jetzt die letzte Stunde verbracht, GStreamer zu S-Tracen, um rauszufinden, warum es nicht funktioniert. Aber jetzt, um euch zu demonstrieren, dass wir tatsächlich nicht triviale Designs mit diesen Tools implementieren können. Das hier jetzt ein Design auf dem IS40, da unterstützen wir alle diese Geräte und wir haben einen vollständigen Verilog bis zu Bitstream-Flow. Wir benutzen Yosys für die Synthese. Yosys wird eine JSON-Datei generieren. Diese JSON-Datei wird dann von NextPNR eingelesen und NextPNR wird so ein .asc-File generieren, aus dem der Bitstream generiert wird. Das Board, das ihr hier in diesem nicht laufenden Video seht, ist ein Icebreaker FPGA Board. Da gibt es auch eine Crowdsupply Support Kampagne im Moment, dieses zu finanzieren. Es ist ein Board, um Leuten FPGA Design zu lehren. Wir haben all die Probleme, die wir hatten mit den existierenden Development Boards, und dann hatten wir all die Dinge, die uns nicht gefallen haben, und dann haben eine Liste gemacht, was hätten wir gerne von einem Development Board, das wir haben möchten, das all die Features hat, die wir brauchen, wenn man nicht gerade ein kommerzielles Gerät brauchen will, sondern einfach, wenn man FPGA-Design Leuten beibringen möchte. Und dafür haben wir dieses Board entwickelt. Und IS40 ist dafür ein schönes Board, weil IS40 ein relativ kleiner FPGA ist. Und wenn man irgendetwas bei Leuten was beibringen will und man hat einen riesen FPGA, dann können Leute extrem ineffiziente Designs schreiben und sie merken nie, dass es schlecht ist, weil der FPGA so groß ist, dass es trotzdem funktioniert. Mit dem IS40 kann man tatsächlich ein Ziel setzen, das ein bisschen herausfordernd ist für die Größe des Geräts, und dann müssen die Leute tatsächlich lernen, wie man effiziente Designs erzeugt, um es umzusetzen. Ja, okay. Hier nochmal ein Video, das nicht abspielt. Da sieht man, dass es auf ECP5 läuft. Also wir haben da Unterstützung für alle diese Geräte hier. Ja, und wir haben einen kompletten Verilog zu Bitstreamflow. Also man kann Yosys brauchen, das erzeugt GenJSON-File, dann liest das NextPNR aus und macht Place and Route. Und mit Project Turles Infrastruktur machen wir BitGen und Geräteprogrammierung. Und
im Video, das hier nicht läuft, sieht man, dass Linux auf diesem FPGA draufläuft. Einfach um zu zeigen, dass Place and Route für ziemlich nicht triviale Designs funktioniert. Also ein Linux-capable SoC. Und wenn das Video laufen würde, dann sieht man, dass man hier mit Shell-Commands LEDs an- und ausmachen könnte. Also, dieses Video fängt halt mit einem schwarzen Frame an. Also, hier würde man sehen, ein Xilinx-Devboard, das blinkt. Einfach, um euch zu überzeugen, dass wir auch Support haben für diese Xilinx-Geräte. Ja, ist ein Grund dafür, dass hier bloß ein einfaches Blink-Beispiel läuft, weil im Moment haben wir noch ein paar Timing-Probleme, die wir lösen müssen auf diesen größeren FPGAs. Ja, wir arbeiten dran und ich bin zuversichtlich, dass wir Ende nächstes Jahr dass wir dann ganz andere Probleme haben, die noch nicht gelöst sind, aber die, die wir jetzt haben, sind dann wahrscheinlich gelöst. Also im Moment, weil das hier auf Torq aufbaut, sage ich euch kurz, was Torq ist. Das ist eine Bibliothek und mit der kann man Place and Route machen für Experimente und Gates und für zum Beispiel Xilinx-Geräte. Das generiert ein XPL-File und das kann man mit den älteren Xilinx-Tools einlesen, den ISE-Tools, um den Bitstream zu generieren. Also hier haben wir noch keinen Ende-zu-Ende Open-Source-Flow, aber was wir hier haben, ist aus der schwierige Teil im Kontext von XPNR, der Place-and-Route-Teil, ist hier gelöst. Und bloß für Bitstream-Generierung müssen wir die Xilinx-Tools benutzen. Aber es sollte nicht allzu schwer sein, mit der Project X-Ray-Datenbank das noch zu bauen. Oder es gibt auch noch neue Tools von Xilinx, damit Leute eigene Bitstreams generieren können. Also, Screenshot hier. Wir werden noch mehr GUI am Ende sehen während der Demo. Also das ist, wie es aussieht, wenn man es im GUI-Mode laufen lässt. Man hat hier eine Device-Ansicht. Das ist das fertig geroutete Design. Man sieht die Place-Cells, man sieht die Netze. Einfach, damit es spannender aussieht, habe ich gewisse hier eingefärbt. Da auf dieser Seite sieht man eine Netzliste. Man hat ein Konsolenfenster hier unten. Das ist, was normalerweise im Terminal zu sehen wäre, wenn man es nicht im GUI-Mode startet. Also, und ja, das sieht man, es ist eigentlich eine Python-Shell. Also die ganzen internen Datenstrukturen, die Algorithmen und so weiter, hat man hier Zugriff drauf. Und da auf der rechten Seite kann man sich die Gerätedatenbank anschauen, die die Geräte beschreibt, und die Netzliste kann man hier, die wir versuchen hier zu implementieren, also Dells, Wires und Pips kann man hier anschauen, die Eigenschaften dieser Objekte hier. So. Also, einige Worte zur Architektur von dem Ganzen, von NextPNR. Also wir haben hier Teile, die ich Frontend-Komponenten nennen würde. Also gewisse sind geteilt zwischen verschiedenen Architekturen und gewisse sind architekturspezifisch. Also zum Beispiel der Code, der eine Netzliste lesen kann, ist geteilt zwischen allen Architekturen. Aber der Packer, in welchen wir Lookup-Tables nehmen und diese in Logic-Cells packen, das ist natürlich architekturspezifisch. Also jede Architektur braucht einen eigenen Packer. Und wir versuchen natürlich NextPNR so zu designen, dass wir so viel Code wie möglich in die gemeinsamen Teile haben und die Architecture-Specific-Bits klein sind. Also für jede Architektur muss man natürlich einen eigenen Packer schreiben, aber wir versuchen da Infrastruktur bereitzustellen, dass das möglichst einfach ist. Dann gibt es natürlich einen Router, einen Placer, aber die sind
eventuell verzahnt mit architekturspezifischen Komponenten, die ähnlich sind. Also in gewissen Szenarios haben wir vielleicht verschiedene Routers, also man hat architekturspezifische, die bestimmte Clock-Routing-Aufgaben übernehmen und dann folgt darauf einen generischen Router. Ja, also je nachdem, was gut ist für die Architektur, die man im Blickfeld hat. Also diese Architekturen greifen auf eine Datenbank zu, die enthält das Design, für das wir placen im Moment. Und dann gibt es die, und der Zugriff erfolgt über diese Architektur-API. Also die Architekturdatenbank kann für verschiedene Architekturen in eine komplett verschiedene Art gespeichert werden. Und man hat hier verschiedene Implementation von diesen Architecture API und man hat aber noch viel mehr Architecture Databases. Also man hat vielleicht eine Architektur, die eine Implementation von der API hat, aber irgendwie fünf verschiedene Datenbanken dahinter für fünf verschiedene Gerätetypen. Also noch zwei Slides über Nomenklatur, die wir in NextPNR brauchen. Also nicht so, dass jetzt das hier alles brauchen werde in diesem Talk, aber einfach damit ihr so wisst, was für Sorte von Objekten wir überhaupt mit rumhantieren in NextPNR. Also es gibt die Sign Database, das ist die Netzliste, die man implementieren wird. Da drin hat man Cells, Zellen, also zum Beispiel Lookup Tables, Logic Cells oder Flip-Flops, die man instanzieren kann auf dem Target-Gerät. Jede Zelle hat ein oder mehr Ports, also üblicherweise sind es mehr als einer. Ja, und diese Ports können verbunden werden zu Netz. Ein Netz kann zu einem anderen Port von einer anderen Zelle verbunden werden und so machen wir die Konnektivität in einem Design. Wenn wir ein bestimmtes Net anschauen, gibt es ein Port, das treibt dieses Netz an, das nennen wir Source, und dann gibt es andere Ports an anderen Zellen und diese nennen wir Sinks. Und jedes Net hat genau eine Source und beliebig viele Sinks. Und ein Paar von Source und Sink nennen wir eine Arc. Also das ist eine sehr wichtige Entität in der Routing-Anwendung, weil der NextPNR-Routing-Algorithmus priorisiert einzelne Arcs. Und VPR kann nur Netz als Ganzes priorisieren. Also das hier ist die Design-Datenbank, die Objekte, die wir da verwalten können. Dann gibt es die Architektur-Datenbank. Der große Unterschied ist, eine Architektur-Datenbank, diese ist statisch. Also ich sage, ich will diesen oder jeden Path auswählen und es ist immer die gleiche Design-Datenbank, aber mit dem Ausführen von NextPNR gibt es vielleicht eine andere Netlist. Also, was für Dinge haben wir hier in der Architekturdatenbank? Wir haben BELS, das heißt, ist kurz für Basic Element. Das sind die tatsächlichen Blöcke, die physisch existieren im FPGA. Also der Placement-Teil von Place and Route heißt, für jede Zelle im Design muss man ein entsprechendes Bell in der Hardware finden. Und ähnlich wie bei Ports in der Zelle gibt es hier Pins an den Bells und dann gibt es Wires, also die halt die Verbindungen herstellen am Ende und man verbindet diese Wires zusammen und das passiert an Punkten, die PIP heißen. Programmable Interconnect Point. Also jeder PIP ist im Prinzip sozusagen wie ein Source Wire und eine Sync Wire und man kann eine PIP aktivieren oder deaktivieren. Und genau wie beim Placement, wo man zwischen Cells und Bells mappt, das Routing muss dann die Netliste mappen auf PIPs und Wires. Noch etwas anderes, das es in dieser Datenbank gibt, sind Gruppen. Groups.
Also das gibt es eigentlich nur im GUI, da werden einfach Elemente zusammengruppiert in größere Abschnitte. Also je nach FPGA-Hersteller hat man solche organisatorischen Einheiten wie gewisse Slices und die machen Tiles und aus Tiles gibt es ein Column und naja, diese Gruppen kann man halt verwenden dazu, diese Strukturen, die der Hersteller vorsieht, abzubilden. Also nehmen wir an, du hast dein eigenes FPGA, du baust dein eigenes FPGA und dokumentierst ein FPGA oder irgend sowas und du möchtest eine neue Architektur zum NextPMA hinzufügen. Wie würde das aussehen? Na, das Erste, was du machen, ist ein neues Top-Level-Verzeichnis anzulegen und ein bisschen in CMake Magic zu der Konfiguration hinzuzufügen, damit es als Architektur im System auftaucht. In dem Directory musst du dann wenigstens zwei Dateien erzeugen. Eine heißt archdevs.h und die andere heißt arch.h und die implementieren bestimmte Datentypen, die architekturspezifisch sind. Zum Beispiel ein von diesen Datentypen heißt Bell-ID. Verschiedene Architekturen können verschiedene zugrunde liegende Datenstrukturen benutzen, um eine Bell-ID zu benutzen. In einer Architektur ist es vielleicht nur ein Integer, bei dem anderen heißt es vielleicht ein Struct, das ein X- und eine Y-Koordinate enthält, die eine Position der Teil enthält, oder es ist ein Bell-Index, das ist ein Punkt in der Kachel enthält. Man möchte die kompakteste Darstellung benutzen, die in der Architektur möglich ist, ohne die Flexibilität zu verlieren, alle Typen zu repräsentieren. Und dann, ja, das ist archdevs, da gehen die Datentypen hinein und in arch.h geht eine große Klasse, die einfach nur arch heißt. Und diese Klasse muss ungefähr 100 Methoden implementieren, um die Architekturdatenbank darauf zuzugreifen. Und möglicherweise muss noch ein paar zusätzliche C-Files mit zusätzlichen Funktionen für die Architektur hinzufügen. Der wichtigste könnte main sein. Wir haben nämlich nicht eine Main-Funktion für NextPNA, sondern wenn man CMake laufen lässt, was für eine Art von NextPNA implementiert man nutzen, dann gibt es ein Binary für ICE40 und eins geht für ECP5 und so weiter. Und jedes hat eine andere Main-Funktion, weil sie verschiedene Kommandzeilen-Argumente haben, die für die Architektur spezifisch sind. Also diese Architektur API, die wir jetzt haben, die stabilisiert sich langsam. Wir haben in der letzten Zeit relativ wenig geändert. Ein paar Sachen werden sich in Zukunft noch ändern, aber langfristig werden wir es einfrieren müssen. Also es wird noch ein bisschen sich verändern. Also implementiert jetzt nicht 100 Architekturen auf einmal, sondern geht ein bisschen vorsichtig. Und wir können auch mit jeder Architektur möglicherweise Dinge finden, die neu sind, die wir in der API berücksichtigen müssen. Deshalb ist es jetzt besser, die Architekturen eine nach der anderen zu implementieren und nicht alle auf einmal. Aber wir möchten auch gerne sehr viele mögliche Positionen in dem FPGA-Designraum abdecken, damit wir sicher sind, dass wir alle Funktionalität, die wir brauchen, tatsächlich haben, wenn wir die Version als 1.0 oder sowas festzurren. Okay, ungefähr 100 Methoden zu implementieren klingt nach ziemlich viel. Aber die Sache ist, diese Methoden sind alle sehr einfach. In vielen Fällen hast du sowas wie deine In-Memory-Darstellung der Architektur in der Datenbank und jede dieser Funktionen ist vielleicht 2 oder 3 Zeilen C-Code, die ein bisschen Pointer-Arithmetik machen, die richtige Sache in der Speicher nachschlagen und dann gerade die eine Sache, die man nachschlägt, aus dem Speicher liest. Zum Beispiel, es gibt keine getBellInfo-Funktion, die einen alle
Daten über einen Bell gibt, sondern für jede Information, die man einen interessieren könnte, gibt es einen eigenen Getter. Deshalb gibt es sehr viele Methoden, die man implementieren muss, aber jede von ihnen ist sehr einfach und klein. Okay, so. Tja. Okay, du möchtest jetzt deine Architektur-Backend für NextPNR implementieren. Du möchtest dies 100 Methoden schreiben. Als erstes musst du überlegen, wie man die Informationen im Speicher ablegen muss, die die Target deiner Architektur beschreiben. Wir glauben, dass es 3 wichtige Ansätze dafür gibt, wie man das machen kann. Aber das Nette ist, wir haben eine sehr generische Architektur. So, wenn du eine 4. Methode findest, die nicht auf der Liste ist, dann kannst du diese 4. Methode hoffentlich hinter der gleichen API verstecken. Also die 3 Methoden, die wir denken, dass sie relevant sind, sind erstens eine komplett flache Datenbank. Das heißt, wir haben irgendwo für jedes Wire, für jedes PIP, für jedes Bell haben wir einen expliziten Punkt in der Datenstruktur. Das heißt aber auch, wenn das Gerät 2-mal so groß ist, ist die Datenbank 2-mal so groß. Aber auch wenn mein Gerät super irregulär ist, dann können wir halt einfach so das implementieren, haben eine flache Datenbank für eine sehr irreguläre Architektur. Wir benutzen eine flache Datenbank für ICE40, einfach weil die ICE40-Chips so klein sind, dass es Sinn macht, das so zu machen. Aber wenn du vorstellst, dass dein Gerät größer und größer, dein Chip größer und größer wird, wird auch die Datenbank größer und größer und das ist nicht mehr wirklich umsetzbar. Und da gibt es verschiedene Ansätze, das umzusetzen. Der nächste Schritt ist, eine deduplizierte Datenbank zu benutzen. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass ich zuerst eine flache Datenbank erzeuge und dann gucke ich in dieser flachen Datenbank für Regularitäten, zum Beispiel Wires mit einer bestimmten Layout, einer bestimmten Struktur oder es gibt eine Menge von Wires wie mit der gleichen physischen Geometrie, nur eine Kachel weiter rechts. Dann können wir diese beiden Einträge zusammenfassen und wir brauchen das nur einmal in dieser Datenbank abzulegen, die von 2 verschiedenen Stellen referenziert sind. Das Nette auf einer deduplizierten Datenbank ist, dass man trotzdem noch mit einer flachen Datenbank anfangen kann. Also wenn dein Chip ein paar Irregularitäten hat, braucht man nichts Spezielles machen. Wenn es halt irgendwo eine Irregularität gibt, dann wird es halt einfach nicht dedupliziert. Die Schwierigkeit dabei ist, oder Nachteil dabei ist, dass der Chip natürlich klein genug sein muss, dass man überhaupt erstmal eine flache Datenbank erzeugen kann, damit man sie deduplizieren kann. Für richtig große Chips ist das auch noch keine Option. Für die braucht man etwas, eine kachelbasierte Datenbank. Da sagt man einfach, okay, dies ist diese Kachelstruktur meines Chips und dann habe ich eine Datenbank mit einem Eintrag für jeden Kacheltyp. Und dann habe ich eine Datenbank, welche Kachel in dem Chip zu welchem Typ von Kacheln gehört auf dem Chip. Der Vorteil hier ist, wenn der Device doppelt so groß ist, dann wird die Datenbank nur ein klein wenig größere. Und wenn man 2 verschiedene Geräte hat in der Chip-Familie, dann ist die Datenbank, die beide von ihnen beschreibt, ist dann nur ein klein wenig größer als die Datenbank für einen. Gerade jetzt benutzen wir eine flache Datenbank für ICE40 und für den ECP5 eine deduplizierte Datenbank. Und das langfristige Ziel für Xilinx 7 Geräte ist eine kachelbasierte Datenbank. Okay, dann gibt es eine Python-API. Wer hier hat Dinge in Tickle? Ja. Ein paar Leute melden sich. Wer fühlt sich darüber schlecht? Die meisten melden sich weiter. Okay. Okay, wir haben keinen Tickle. Wir veröffentlichen halt alle Funktionalität als Python-API. Das macht es einfach, Algorithmen zu prototypen. Man kann ja schnell etwas ausprobieren und wenn es funktioniert, dann kann man überlegen, ob man es schneller machen kann, indem man es in C
übersetzt. Wir benutzen noch Python auch für Constraints. Wir haben einfache Beschränkungen ein, wie hier diese Clock Constraint, also diese Geschwindigkeits- oder Zeitbeschränkung. Aber man kann auch tatsächlich Code in Python machen, der Dinge macht, like der alle Cells in einem Design überprüft, ob sie ein bestimmtes Satz von Attributen haben. Und wenn sie diese Attribute haben, kann man bestimmte Platzierungsbeschränkungen hinzufügen. Ich glaube, das ist viel flexibler als andere Ansätze, insbesondere wenn man größere Designs hat. Und Beschränkungen, wo es schwer ist, eine explizite Liste zu schreiben, das soll hierhin gehen, das dorthin und sowas. Stattdessen schreibt man ein kleines Programm, dass man auf das Design guckt und dann die Beschränkungen da anhand von Zellenattributen oder ähnlichem generiert. Ja, was sind die nächsten Schritte? Als erstes wollen wir langsam Arachne-PNR als das wichtigste Place and Route Tool für ICE40 ersetzen im Projekt IceStorm. Wir sind schon recht weit damit. Viele der Dinge, die Project IceStorm benutzen, sind schon dabei, nach NextPNR zu ersetzen. Wir wollen darüber damit nicht zu aggressiv sein. Wenn alle gleichzeitig umschalten, dann kriegen wir alle Bug-Reports auf einmal und niemand ist wirklich glücklich. Deshalb brauchen wir keinen zu schnellen Übergang. Wir haben noch viele Ideen, wie man unser Place and Route weiter verbessern können. Einige davon sind von konkreten Anforderungen getrieben. Wenn wir zum Beispiel auf die Ergebnisse gucken, die wir für Xilinx kriegen und sehen, okay, wir müssen das reparieren und das und das und das, damit es vernünftig funktioniert, so gut, wie wir es haben wollen. Und andere Verbesserungen sind einfach Ideen, die wir einfach mal ausprobieren wollen. Und natürlich ist das eine Sache, wo wir nach anderen Leuten suchen, die das benutzen, zum Beispiel als Basis für akademische Forschung. Also wenn du irgendwelche Ideen hast, wie ein Placer oder ein Router arbeiten soll, ein Placer, und es ist für ein, dann glaubt, dass es möglich ist, dann ist NextPNR hoffentlich ein gutes Framework, um solche Experimente zu machen. Und außerdem wollen wir Support für mehr Architekturen haben. Der ganze Punkt ist, dass wir mehr Architekturen unterstützen können. Und wir möchten halt langsam eine Architektur nach der anderen hinzufügen. Und wir hoffen, dass langfristig das mit tatsächlicher Unterstützung von den Herstellern machen können, damit wir nicht damit anfangen müssen, auf Bitstreams zu starren und versuchen rauszufinden, was einzelne Bits in dem Bitstream machen. Und ja, sobald wir da sind, haben wir dann hoffentlich Feldherrschaft im Bereich von Place and Route. Ja, ein paar Vergleiche zwischen Arachne PNR und NextPNR. Das ist NextPNR Bench. Die letzte gibt es eine Handvoll Designs da drin. Und das hier sind die 10 Durchläufe für die Tools mit verschiedenen zufälligen Zufallszahl-Startwerten. Und auf der links in der Tabelle könnt ihr die maximale Frequenz sehen. Im Prinzip hat NextPNR 30% schnellere Designs. Das ist deutlichen Fortschritt. Auf der rechten Seite könnt ihr aber sehen, dass es etwa 50-100% langsamer ist in der Laufzeit für den Placer, weil es einfach aufwendiger ist, alles Timing, also zeitgetrieben zu machen. Das hier ist wieder NextPNR gegen Arachne PNR. Wir machen auch noch Bugfixes in Arachne PNR, aber groß und ganzen ist Arachne PNR ein stabiles Vergleich. Und wir vergleichen hier die erreichbare maximale Frequenz verglichen mit Arachne PNR. Wann immer wir die Zeit haben, die Skripts laufen zu lassen. Und hier sieht man es, ja, es gibt einige Verbesserungen. Wenn man sehen, wenn wir
wenn wir diese Rate hier weiter halten über das letzte Jahr, dann werden wir da so weit sein, dass wir Designs generieren, die schneller sind als physikalisch möglich. Das heißt, diese Besteigerung wird sich nicht mehr lange halten. Also gut. Ich muss hier noch meine Einstellung ein bisschen ändern. Okay. So, jetzt sehen wir beide das Gleiche. Ah, das ist nicht groß genug. Okay. Seht ihr das? Okay. Ich sehe halt nur die Leute hier vorne und ja, die sagen mir, dass es gut ist. So. Also das Erste, was ich euch zeigen möchte, ist das hier. Also das benutzt Diosis, um Synthese für ein einfaches Design zu machen. Dann lasse ich NextPNR laufen, um das Place and Route zu machen. Das erstellt eine Datei, die dann von iStorm verwendet wird. Also diese drei Befehle hier ist der komplette Flow von Verilog zu Bitstream. Also es ist ein kleines Design. Also ich schaue mir da mal kurz rein. Das ist einfach, wie das eben hier dann blinkt. Also, wer hier hat schon mal mit einem kommerziellen FPGA-Flow gearbeitet? Okay. Also stellt euch jetzt vor, ihr nehmt ein kommerzielles Tool und ihr wollt jetzt dann Blinky-Design durch den Flow durchlaufen lassen. Stellt euch vor, wie lange das da braucht, und jetzt vergleichen wir das mal mit, wie lange mein Ding hier braucht. Also das hier war jetzt eine Drittelsekunde. Also manche werden jetzt sagen, ja, aber das ist ja ein sehr kleines Design, das ist nicht, was in der Industrie interessant ist. Da ist es eher so die Fälle spannend, wo es 5 oder 10 Stunden brauchen. Aber ich denke, das verfehlt den Punkt, den ich hier machen will. Der Punkt ist, jede Anwendung ist verschieden. Und wenn wir einen Open Source Flow haben, heißt das, man kann den Prozess optimieren auf den Aspekt, der für dich wichtig ist. Und bei einem proprietären Tool muss man halt mit der Optimierung leben, die der Vendor für dich macht. Also das war das. So, nächstes Skript. Das jetzt ist jetzt ein bisschen größer. Also da geht es um RISC-V SoC. Das läuft dann auf dem AJAX-8K. Also ich habe die drei auskommentierten habe ich schon mal ausgeführt. Jetzt können wir direkt zu NextPNR gehen und das hier laufen lassen. So. Also das ist jetzt ein AJAX-8K, also ein 8000 Lattice von der Prodigy Series. Wir können da reinzoomen. Ich kann da einzelne Dinge auswählen, wie Netze oder Bells. Also was ich jetzt gemacht habe, war den Packer laufen zu lassen, dieses Icon hier. Und dann sieht man hier, dass das Design, das wir haben, etwa 2000 Zellen hat. Das nächste wäre jetzt ein Timing-Budget zuzuweisen. Da gibt es natürlich noch feine aufgelöste Dinge, das zu machen, aber ich kann jetzt hier einfach mal sagen, ich lasse das Ganze mit 50 MHz laufen. Dann lasse ich den Placer laufen. So, da kann man zuschauen, wie Zellen rumgeschoben werden. Der Placer-Algorithmus ist ein zweistufiger Prozess. In der schnellen Stage lässt man so relative Platzierungseinschränkungen mal sein. Und ich kann hier nicht hochscrollen, während es läuft. Dann kommt man zu diesem Punkt hier. Dann schaut man, dass diese ganzen Constraints eingehalten werden. Und von da an lässt man alle diese Constraints unverletzt. Und dann hat man am Ende Placement und Post-Placement Timing Report. Und der Post-Placement Timing Report sieht hier ziemlich gut aus. Ja.
Ja, dann wir machen den Router. So, dann lassen wir den Router laufen. Der ist ziemlich schnell, wie man sieht. So, und jetzt sind wir fertig. Und jetzt kann man Bitstream-File schreiben. Oder was auch immer. Ja, und wir sind fertig. So, das ist jetzt das ASC-File und mit den iStorm-Tools kann man diese umwandeln in einen Bitstream-File. So. Ja, ich denke, dann haben wir jetzt noch Zeit für Fragen. Thank you very much, Clifford. So, danke Clifford. Wir haben noch viel Zeit für Fragen. Stellt euch zu dem Mikrofon hin. Ich bin auf zwei Dinge neugierig. Was für ein Solver benutzt ihr? Ist das ein Constraint Solver? Ist das ein richtiger oder ist es mehr heuristisch? Also, eines der Projekte, an der wir dran sind, versuchen wir SAT Solver zu verwenden für Placements. Im Moment haben wir da noch keinen funktionierenden Code. Also meine Präferenz wäre in Sachen Solver Glucose oder Crypto Manager zu verwenden. Ja doch, ich erkenne dich von deinem Twitter Profil. Weil dieses Tool diesen Blob von Logik in der Mitte wird dann der FPGA in der Mitte zu warm werden, wenn er kalt draußen ist, erzeugt das keinen großen Temperaturgradienten? Nein. Also der Temperaturgradient, ich meine, es gibt Gründe, wegen denen ich die etwas verteilt haben würde. Insbesondere um die Routability zu verbessern, aber wegen den Timing Constraints tendiert dazu, dass alles nah zusammen ist. Aber dieses Device hier ist vielleicht weniger als ein Quadratmillimeter Die Size. Also ja, also die Temperatur wird nicht variieren und das ist so ein sehr Low Power FPGA. Also soll es eh nicht warm werden. Also mindestens verspricht das der Vendor. Eine Frage aus dem Internet. Kann man das endgültige Placement in der GUI interaktiv verändern? Nein, in der GUI nicht. Also ja, mal schauen. Kann man hier Dinge unplacen? Versuche ich das mal gerade schnell. Wo ist die Zelle da? Bounce Cell, okay. Nee. Also ich meine, ich kann es hier reinschreiben. CTX Unbind Bell und dann der Name der Bell. Das war irgendwie das hier. X16, Y17, Logic Cell 6. So. Und jetzt ist die Bell wieder verfügbar. Also, wenn dieser Python-Command eingeben als in der GUI zählt, dann ja, dann kann ich sowas in der GUI machen. Noch eine Frage aus dem Internet. Habt ihr darüber nachgedacht, Hardwarebeschleunigung zu benutzen wie OpenCL oder ähnliches? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, ich bin mir nicht sicher, was da der Bezug ist zu Place and Route. Ich meine, bei OpenCL-Beschleunigung in der Regel läuft ein High-Level-Synthesis-Tool und dann läuft mit dem Verilog
durch diese Synthese-Tool? Oder meinst du, dass man das für Place and Route verwenden soll? Ah, ja, wir hatten das diskutiert, aber da ist bis jetzt noch nichts Konkretes rausgekommen. Hallo, du hast gesagt, dass Place and Route zeitgetrieben ist. In Bavado gibt es auch so Dinge wie Laufzeit optimisiert oder flächengetrieben. Also flächengetrieben, das ist eher im Synthese-Tool, da kann das Routing-Tool nicht viel machen. Also das meiste, was wir im Moment machen auf der Synthese-Seite mit Yosys, ist eher so Flächen nach Flächeneinschränkung, weil die Timing-Constraints sind in der Synthese noch nicht drin. Also die peinlichere Frage für mich wäre jetzt so, haben wir timinggetriebene Synthese mit Yosys? Aber ja, zum Glück ist das ein Next PNR Talk, also. Keine weitere Frage aus dem Internet. Ja, ich würde sagen, das beendet diesen Talk. Ah, Moment, ich möchte noch kurz was sagen hier. Wir haben in Halle 2 neben der Hardware Hacking Area den Open FPGA Bereich. Wir haben weiße Schirme mit Open FPGA drauf. Also, wenn ihr noch Fragen habt, kommt doch vorbei. Wir haben auch Anfänger-Workshops da. Also, kommt doch mal vorbei bei uns. Ja, viel zu tun. Also, habt Spaß damit. Eine Runde Applaus für unseren Sprecher. Ciao.